Hallo, ich bin Turit Knag. Ich bin Doktor der Sonderpädagogik und Profifußballerin bzw. gerade ehemalige Profifußballerin, weil ich jetzt meine aktive Karriere beendet habe. Warum Fußball? Ja, es kam so ein bisschen, weil ich im Kindergarten immer Fußball gespielt habe mit den Jungs und irgendwie hat mir das Spaß gemacht und dann wollte ich auch gerne in den Verein. Ja, und bin dann mit 5 Jahren in den Fußballverein gegangen und habe jetzt bis ins Alter von 31 das durchgezogen. So am Anfang, da schießt man einfach gegen den Ball und man hat Spaß dabei und dann, ja, merkt man vielleicht irgendwann, ein gewisses Talent ist ja da, vielleicht bin ich auch besser als manche andere in meinem Alter, in meiner Mannschaft. Und dann ist das immer so ein, kommt das einfach so Step by Step, dann wird man irgendwie mal gesehen vom Trainer und Trainerin von einer besseren Mannschaft und angefragt, dahin zu kommen. Dann wird man irgendwie gesichtet für Auswahlmannschaften, erstmal so regional, dann ein bisschen überregional. Und den Weg geht man dann, wenn man da Bock drauf hat, oder man zieht irgendwann die Reißleine und sagt, so professionell will ich es gar nicht werden lassen. Aber ja, ich wollte. Natürlich merkt man irgendwann, dass es halt auch irgendwie ein knallhartes Geschäft ist, dass man da reingerutscht ist. Aber ja, damit muss man dann, wenn man das machen möchte, auch irgendwie umgehen. Da werden dann einem auch schon in jungen Jahren gesagt, du bist nicht gut genug und hier ist für dich Schluss. Oder eben andersrum, du bist gut genug und du schaffst es in die Mannschaft. Das heißt, man ist schon früh damit konfrontiert, immer auch Leistung bringen zu müssen und immer irgendwie auch sein Potenzial abzurufen. Weil man hat immer diesen Punkt, dass man es vielleicht in der Mannschaft geschafft hat oder in der ersten Elf steht. Und dann muss man das immer wieder neu beweisen, dass man da hingehört. Weil es kommen immer wieder neue Spielerinnen, es kommen jüngere Spielerinnen, es kommen Spielerinnen von anderen Vereinen vielleicht. Und man muss sich immer wieder gegen die Konkurrenz durchsetzen. Das heißt, ich habe einfach im Laufe meiner Karriere gemerkt, man kann sich nie ausruhen, man ist irgendwie nie angekommen, sondern muss immer wieder neu aufs Neue beweisen. Und das führt dann natürlich dazu, dass man auch vor Spielen beispielsweise natürlich einen gewissen Druck verspürt und nervös ist und so weiter. Also ich habe das Gefühl, so im Laufe meiner Karriere ist so der Fokus auch auf die mentale Gesundheit immer größer geworden. Ich weiß, dass wir anfangs, so als ich in den Profibereich gekommen bin, so mit 17, 18 Jahren, habe ich da irgendwie überhaupt nicht, keine Notiz von genommen, es war noch nicht präsent im Verein. Aber die letzten Jahre ist es immer mehr so, dass auch, dass wir in den Mannschaften mit Mentalcoaches oder Psychologen zusammenarbeiten, einmal auf Mannschaftsebene, aber auch individuell. Das heißt, man konnte immer, so die letzten Jahre habe ich das immer erlebt in meinen Stationen, dass ich, wenn ich Probleme hatte oder was heißt Probleme, wenn ich einfach einen Ratschlag brauchte, wenn ich irgendwie Hilfe brauchte, dass wir immer Psychologen oder Mentalcoaches an der Hand hatten, die wir ansprechen konnten, die sich da mit uns hingesetzt haben und ja, Lösungen erarbeitet haben, wie man vielleicht aus schwierigen Situationen wieder rauskommt. Ich hatte beispielsweise mal eine Verletzung, wo ich ein Jahr lang kein Fußball spielen konnte. Da habe ich mir auch Hilfe geholt, weil das für mich auch mental relativ schwierig war, so lange raus zu sein. Da ging es auch lange nicht vorwärts. Und da konnte ich zum Glück auch mit Leuten sprechen, die mich da wieder in die richtige Bahn geführt haben und mir auch geholfen haben, dass ich wieder motivierter an die Sache rangehe. Aber auch bei Kleinigkeiten, also ich habe ja gesagt, man macht sich vor Spielen beispielsweise Druck, dann kann man natürlich jemanden zu Rate ziehen, der sich gut damit auskennt, der vielleicht einem helfen kann, was für Möglichkeiten gibt es, um mich zum Beispiel vor dem Spiel zu beruhigen oder was kann ich vielleicht sogar auch einfach nur für Atemübungen machen, was kann ich einfach machen, um meinen Körper vielleicht wieder ein bisschen runterzubringen. Und das ist natürlich gut, wenn man da Leute hat, die da auch Lösungsstrategien kennen. Und die Vereine haben mittlerweile auch erkannt, dass es nicht eben nur wichtig ist, Ärzte und Physiotherapeuten zu haben, die eben auf die körperliche Gesundheit schauen und Wert legen, sondern eben dann auch, dass man diesen mentalen Aspekt in den Fokus auch nimmt und da auch jemanden hat. Weil, wie gesagt, Physios und Ärzte sind klar, die hat jede Mannschaft, aber Psychologen, das ist dann erst in den letzten Jahren so ein bisschen entstanden. Aber das wächst und das ist schön, das zu sehen. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die
unter Depressionen gelitten haben und auch noch leiden. Also ich bin damit konfrontiert worden schon, auch gar nicht so selten. Also ich glaube, das ist vielleicht auch häufiger, als man denkt. Ja, ich habe immer versucht, eigentlich relativ normal wie immer mit auch den Menschen umzugehen und habe auch immer auch dann nachgefragt, auch direkt ziemlich, weil das auch gute Freunde von mir waren, habe gefragt, wie möchtest du denn, wie ich mit dir umgehen soll, was brauchst du, was brauchst du nicht, ne? Was sind gerade deine Bedürfnisse und Wünsche, und habe dann auch versucht, sehr offen damit umzugehen, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man nicht weiß, wie man sich verhalten soll und dann vielleicht sich eher zurückzieht und gar nichts macht. Deswegen habe ich dann eher die Flucht nach vorne gesucht und auch gefragt, wie ich mich denn verhalten soll oder was derjenige gerade braucht. Das war so mein Weg und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, je mehr wir das normalisieren, weil es ist ja was ganz Normales, was jeden betrifft, desto offener kann auch jeder mit umgehen und drüber sprechen. Und das sollte oder das muss der Weg sein, denke ich. Ja, für mich war es immer wichtig, auf mich und meinen Körper ja natürlich zu hören im Sport, um mir Auszeiten zu nehmen, zum Beispiel, wenn mein Kopf oder mein Körper danach gefragt hat, um wirklich auch ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und zu verstehen, wann brauche ich mal eine Pause. Das ist immer für mich wichtig gewesen. Und das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin entweder psychisch oder auch körperlich total ausgelaugt und ich muss mir jetzt eine Pause nehmen und Zeit für mich nehmen, das auch machen. Und egal, wer da irgendwie nebendran steht, aber irgendwas von dir möchte oder du aber doch fürs Spiel, in meinem Fall zum Beispiel, fit werden musst, aber wenn du sagst, es geht gerade einfach nicht, ich kann das jetzt nicht leisten, ich kann das nicht bringen, sich dann eben diese Auszeit auch zu nehmen und wieder gesund zu werden, wenn man zum Beispiel verletzt ist oder wenn es einem psychisch mal nicht gut ging in der Karriere. Und das habe ich gelernt. Da hat man als junge Spielerin ja zum Beispiel immer noch oft gesagt, ja, nee, dann mache ich und dann werde ich schon wieder fit. Und ich glaube, mit einer gewissen Erfahrung hat man dann auch einfach gesagt, nee, ich brauche jetzt Zeit für mich und das geht jetzt gerade nicht und ich muss mir die Auszeit nehmen. Und das ist vielleicht so ein Tipp, den ich so aus eigener Erfahrung weitergeben kann, dass man eben auf sich und seinen Körper hört und eben genau weiß, wann sind die Zeiten, die ich mir nehmen muss. Als Sportlerin, die nach ihrer Karriere noch nicht ausgesorgt hat, muss man natürlich während der Karriere auch gucken, dass man sich ein zweites Standbein aufbaut. Ich habe in Leverkusen gespielt, in Köln studiert, das ging ganz gut, da konnte ich ganz gut hin und her pendeln. Ja, habe Sonderpädagogik studiert und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem, auch wenn es natürlich eine hohe Belastung war, weil man irgendwie Studium und Training und so weiter unter einen Hut bringen musste und später noch meine Promotion und Fußball unter einen Hut bringen musste, aber es hat dann irgendwie funktioniert mit gutem Zeitmanagement. Jetzt so rückblickend habe ich schon das Gefühl, wie hast du es geschafft, aber während ich da drin war, fand ich beides einfach gut und wollte beides machen. Und das eine war auch immer so ein bisschen der Ausgleich zum anderen. So tagsüber in der Uni, da habe ich mich mental total anstrengen müssen, kognitiv. Und dann hatte ich irgendwie am Abend oder noch morgens vor der Arbeit so diesen Ausgleich, diesen sportlichen Ausgleich, wo ich dann einfach mal ein bisschen alles rauslassen konnte. Das heißt, das hat sich auch sehr gut ergänzt gegenseitig und das hat mir ganz gut getan, muss ich sagen. Die Frage ist mir oft gestellt worden, warum ich aufhöre. Ich hatte so das Gefühl, dass jetzt dieses Feuer, was ich 20 Jahre lang, 25 Jahre lang im Fußball hatte, so ein bisschen in mir nachgelassen hat. Jedenfalls, was das aktive Spielen angeht. Also Fußball grundsätzlich ist immer noch meine Leidenschaft. Aber ich habe so ein bisschen gemerkt, so dieses Brennen in mir, selber zu spielen, ist nicht mehr so da wie die letzten Jahre noch. Und ich bin dann auch ein Mensch, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr hundertprozentig das, was du machen möchtest, dann höre ich auch auf. Und da war jetzt der Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe mich ja auch total breit aufgestellt. Ich habe jetzt super Lust, auch was Neues anzufangen und brenne jetzt eher für neue Sachen und kann das jetzt, also ich kann das Kapitel schließen, hatte
tolle Jahre und blickte auch mit sehr viel Freude darauf zurück. Aber ich habe einfach das Gefühl, es ist Zeit für was Neues im Leben. Diese Profi-Fußballjahre sind ja auch immer sehr fremdbestimmt. Man hat ja wenig Möglichkeiten, irgendwie selber zu bestimmen. Man ist ja immer in diesem Mannschaftsgefüge und es ist ja immer alles vorstrukturiert, zeitmäßig, fester Zeitplan. Wann ist Frühstück, wann ist Mittagessen und so weiter. Und ich freue mich jetzt auch nochmal irgendwie was ganz anderes anfangen zu können. Und bin auch selber gespannt, wo mich die nächsten Monate jetzt so hinführen werden. Freiheit. Freiheit.